Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, und jetzt geht's an. Es ist der 27. August, unser erstes Spiel, und ihr seht dort auch die erste Aufstellung von Nico Z. So hat er sich das gerne gewünscht. 4-3-3 halten ist die Aufstellung, und unser erstes Bundesligaspiel geht gegen Ingolstadt. Und ich habe mal nachgeguckt, das haben wir in der ersten Halbzeit 0-1 hinten gelegen, konnten dann aber ein 1-1 rausholen. Also gucken wir mal, wie das jetzt so abläuft. Viel Spaß. Liebe Fußballfans, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. An meiner Seite, wie eigentlich immer, Frank Buschmann. Und an meiner natürlich Wolf-Christoph Fuß. Und wenn es nach uns geht, dann wird hier auch gleich angepfiffen. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen Ingolstadt. Keine Angst, ich schalte die nachher ab. Ich glaube mal, das soll Bruno Labbadia sein, oder ich? Premiere heute also für ihren neuen Angreifer, und wir sind gespannt, wie er sich schlägt und wie er einschlägt, Buschi. Ich finde ja, dass er gut in diese Mannschaft passt. Vielleicht beweist er uns gleich mit einem Treffer, dass es funktioniert. Das wäre doch der perfekte Einstand. Im Mittelfeld erhoffen Sie sich von ihm frische Impulse. Da schauen wir mal besonders drauf heute. Das Zeug hat er, Wolf. Drücken wir ihm die Daumen, dass das Debüt funktioniert. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3, und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Genau die gleiche Formation sehen wir auch auf der Gegenseite, Buschi. Ist natürlich am Ende auch immer Auslegungssache. Auf dem Papier sieht es aber tatsächlich bei beiden nach einem 4-3-3 aus. Ja, seit Juli 2015, da heißt die Heimspielstätte des HSV also wieder Volksparkstadion. Und für die Fans ist das natürlich ein Riesending. Nach vielen Umbenennungen haben sie endlich ihr Stadion wieder. Und jetzt der Ball im Aus, da stand er zu sehr unter Druck. Ja, und jetzt schalte ich natürlich die Jungs ab. Ich wollte einfach nur noch mal ganz kurz wenn die noch mal ein bisschen labern, vielleicht sagen die ja noch mal was Schönes, Interessantes, was man halt nicht so weiß. Und jetzt gehen wir ganz noch mal in das Spiel rein. Wir haben den Ball das erste Mal verloren. Und wie gesagt, ich schneide euch jetzt hier die besten Szenen wieder zusammen vom Spiel gegen Ingolstadt. Und mal gucken, wie das ausgeht. Wir haben, wie gesagt, in echt 1-1 gespielt. Tja, und dann hat das nicht lange gedauert und es steht 1-0. 6 Minuten hat es nur gedauert, und es war nicht unser Stürmer, nein, es war Albin Ekdal. Aber die Vorlage von unserem Ramos a la Playa bekommen, und das war ja mal schon sehr nice. Hier sehen wir es nochmal, Ramos kriegt den Ball, ist dort aber in Bedrängnis, hält kurz an, sieht Albin Ekdal, und der zieht einfach mal ab, unten ins rechte Eck. Gar nicht erst angenommen, der kann das einfach, der Junge. Und schon steht es nach 6 Minuten 1-0. Fängt er schon mal recht gut an. Jetzt heißt es einfach auch dranbleiben. 7. Minute, Albin Ekdal, erstes Bundesligator für den Hamburger Sportverein.
Ja, und eben richtig gute Aktion gerade. Ingolstadt hier über die Außen macht einen scharfen Pass. Die Nummer 37 kriegt den so gerade, aber der war zu dicht auf Adler. Deswegen war das jetzt kein großes Ding, aber Adler konnte ihn abwehren. So, jetzt Ecke. Die wird wohl von Lecky gebracht. Gucken wir mal, was da kommt, was da kommt. Aber das sieht alles nach nicht viel aus. Und es gibt nochmal Ecke, denn ich glaube, Nikolai Müller hat den mit dem Kopf ausgeschossen. Kimmich ist gerangelt und den Suttner von Ingolstadt bringt den einfach ohne Sinn und ohne Verstand einfach in den 25. Stock. Jetzt hier die Möglichkeit. Kostic, schön angespielt. Keiner kommt. Wir bringen nochmal und oh, jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit. Aber Nyland, er kann den dann doch halten. War aber schon mal recht nice gewesen. Hier ganz gefährlich. Aber Ramos a la Playa kommt da ja leider nicht dran.
Ja, und dann ist hier auch Halbzeitpause. Wir hatten noch mal ein paar richtig gute Momente gehabt und auch Ramos à la Playa hatte beinahe ein Kopfballtor noch hinbekommen. Aber es gab schon mal ein Schüsschen von ihm. Bis jetzt hat er sich ganz gut auch im Zweikampf durchgesetzt. Man muss halt abwarten, wie es weitergeht. Aber erstmal steht es hier richtig gut. Hier seht ihr schon mal, wie es bei den anderen steht. Und ich würde sagen, es läuft recht gut. Sané hat sich auch schon sehr gut mit eingebracht. Alles in allem sind die zwei Neuzugänge doch schon recht gut. Santos kann dort auf der linken Verteidigerposition recht gut aufpassen. Genauso wie Diekmeyer Lecky gut im Griff hat. Also es läuft alles. Schauen wir mal, ob denn nicht noch ein Tor geht hier. Und dann gab es hier eine richtig gute Situation. Ramos konnte den Ball gut halten, dreht sich um, nimmt ihn dann, aber er war nicht wuchtig genug. Und da hatte Nyland keine Probleme. Schoen, der vorhin gelb gesehen hat, wird ausgetauscht für Pascal Groß. Wir machen erstmal weiter hier. Und der war aber zu tief drinne. Jetzt nochmal die Möglichkeit. Oh, das war aber schon ein böses Ding hier. Kostic bringt ihn nochmal rein, aber was macht Suttner da? Was macht Suttner dort? Eieieiei. Wir sind aber doch recht gut zufrieden. Einwurf. Sané. Sané versucht es mal, kommt dort aber nicht richtig gut durch. Da können sich nicht entscheiden, wer den Ball nimmt. Und Iqdal macht dann einfach den Luppi-Lupf. So, jetzt vielleicht nochmal. Oh, da wird er gefault. Da wird er gefault. Ramos à la Playa wird gefault. Ja, da brauchst du gar nicht gucken. Der Captain von Ingolstadt fault ihn. Kriegt hier auch wohl eine Karte. Er soll hinkommen. Aber es wird wohl nichts passieren. Hier sehen wir die Situation nochmal. Ja, er geht direkt auf den Mann. Das war natürlich sehr dumm, muss man ja sagen. Aber sie haben Glück. Ich bin richtig schlecht. Hier wird noch Max Christensen wird rausgetauscht. Alfredo Morales kommt. Aber sie haben auch kein großes Problem. Ich bin noch nicht so gut. Siehst du, ich kann es halt wirklich noch nicht. Wieso war denn eigentlich noch nicht dieser Fall da gewesen, Alter, Mann? Wo war der Pfeil, Alter, dass ich den nochmal sehen hätte können? Verdammte Axt.
Ja, und dann gibt es jetzt hier auch mal die Auswechslung. Es gab ein paar Schüsse. Ramos konnte bis jetzt leider kein Tor machen. Aber egal, Holtby, Ramos und auch Holtby gehen raus. Habe ich Holtby schon gesagt? Naja, Lasogga kommt rein für Ramos und für Müller kommt Jatta rein. Und für Holtby kommt Gregorisch rein. So jetzt erstmal die Möglichkeit. Jatta, der neue RF, könnte vielleicht nochmal richtig gute Impulse setzen. Oh, hier auf Kostic. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, aber dann konnte Lasogga den nicht bringen. Ja, und Jatta ging halt nicht rechtzeitig hin. Und somit ist das Ding hier auch wieder gegessen. Es sind noch ungefähr 6-7 Minuten zu spielen offiziell. Mal sehen, was da noch passiert. Ja, und dann wird abgepfiffen. Wir gewinnen dieses Spiel, auch wenn nur mit 1:0 und auch nicht, dass Ramos das Tor macht. Aber egal, wir haben 1:0 gewonnen. Das ist schon mal ein guter Auftakt. Ja, sind die Jungs gut in Form gekommen. Ramos mit 1-2 guten Möglichkeiten. Sané hat hinten richtig gut die Defensive aufgehalten. Also die Offensive aufgehalten, so ist er richtig. Aber von dem anderen Lapin konnte man jetzt noch nicht sehen, da wir erstmal Holtby austauschen müssen. Aber ein 1:0 ist doch schon mal ein guter Einstieg in die Saison. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt wie immer noch eure Feedback hinterher und vielleicht auch ein paar Taktikvorlagen, die ihr dann noch habt, wie wir vielleicht ins nächste Spiel dann mit reingehen wollen. Hier seht ihr nochmal ganz kurz, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Schalke gewinnt und Wolfsburg gewinnen, sehr klar dominierend. Und wir bringen mit unserem ersten Spiel uns auf Platz 5. Ja, auf Platz 5, das ist ja mal eine richtig gute Aktion. Und hier seht ihr halt nochmal die von Nico Z433 halten. Hat sich ganz gut bewährt, ist aber auch eine sehr defensiv mit ein wenig offensiv. Da muss man dann über die Flügel kommen, aber alles in allem war das schon recht gut. Nico Z, wenn du gerade noch schnell zuguckst, wäre das auch ganz gut, wenn du noch ein paar Anweisungen hier für mich hättest, für dein Dings. Und vielleicht auch hier eine eigene Taktik noch dazu schreiben würdest. Kannst du auch unter dieses Video schreiben. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann auf jeden Fall mit einer recht guten Neuigkeit. Bis dahin.